Hallo, Philipp Haas von InvestorSearch und in diesem Video geht es um eine Firma, wovon der ein oder andere vielleicht die Produkte kennt oder schon mal gehört hat, aber wahrscheinlich weniger den Firmennamen. Das ist die Firma, die hinter Warhammer oder Warhammer 40.000 steht, die sich in den letzten Jahren sowohl operativ als auch als Aktie sehr, sehr gut entwickelt hat. Was macht Games Workshop? Ja, die sind ein Anbieter vom Tabletop. Games, wo man vor allem diese Figuren hier kaufen kann, die man dann bemalen kann oder auch schon bemalt kommen. Man kann dann verschiedene Spiele gegeneinander machen, wobei wahrscheinlich mehr Leute die Figuren kaufen, weil ihnen das irgendwie eine Beruhigung gibt, das anzumalen. Ich kannte auch mal jemanden, der das gemacht hat. Für mich ist es ehrlich gesagt nichts, weil es eine ziemliche Zeitverschwendung ist, meiner Meinung nach, aber die Leute haben ja auch immer mehr Zeit und gerade auch die Leute, die schon sehr, sehr lange machen, haben dann auch langsam Geld und sie sind auch sehr, sehr viel stark über Pricing zuletzt gewachsen. Und das Besondere halt an Games Workshop, das ist die Aktie dahinter aus England, dass sie die komplette IP davon haben, also das Intellectual Property und alles selber machen. Also die Produktion, Design von diesen Figuren, der Farbe und sie lizenzieren dann zum Beispiel Filme oder Bücher aus. Und das ist vielleicht das Interessante an der Aktie. Sie haben einen Deal mit Amazon, die ist derzeit in der Verhandlung, dass es halt ähnlich wie mit Herr der Ringe da Serien gibt auf Amazon Prime. Da streitet man sich aktuell noch so ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich kann das auch noch schief gehen. Dann wird die Aktie wahrscheinlich nochmal sinken, weil zuletzt ja auch Amazon Prime noch ein bisschen sehr woke war, aber Herr der Ringe kam auch nicht so gut an. Und da kann es natürlich schon sein, dass man sich da nicht einigt, weil die Firma auch eine sehr, sehr langfristige Perspektive hat und natürlich auch ihre Fans da nicht verärgern möchte. Auf der anderen Seite wäre es natürlich ein Gamechanger, weil man einerseits Lizenzeinnahmen bekommt, auf der anderen Seite natürlich auch mehr von solchen Figuren kaufen kann. Sie machen nicht nur das, sie haben auch Lord of the Rings als Tabletop-Game, wovon sie aber halt dann nur die Lizenz haben, und bei Warhammer haben sie halt irgendwie alles. Und da gibt es zwei Arten. Es gibt Warhammer 40.000, was in der Zukunft spielt, und dann gibt es Age of Sigmar, was eher so, ich sag jetzt mal, in Mittelerde oder ein bisschen traditioneller, ein bisschen mehr angelehnt ist. Vielleicht ein bisschen auch wie bei StarCraft. Ja. Wir können auch kurz in das Video mal reinschauen, was das ist. Ja. Hier die Leute spielen dann da, machen Kämpfe, aber vor allem halt auch über Computerspiele und so kennt man das. Also der Name sagt mir was, ich habe es aber irgendwie nie so gespielt, aber es gibt es seit 20, 30 Jahren. Und gerade, sag ich mal, was für Nerds ist es was, die natürlich dann auch eine hohe Zahlungsbereitschaft haben und sind in diesem Segment der weltweite Marktführer. Ja, ihr seht hier, da gibt es natürlich auch gewisse Skaleneffekte, wenn man da sehr, sehr stark ist. Was ist jetzt das Fazit von Games Workshop und ganz kurz der Hinweis, warum bin ich indirekt hier minimal investiert, woraus sich Interessenkonflikte ergeben? Es ist eine Qualitätsfirma, die auch nicht so teuer ist. Wir haben hier ein KGV von 23, war schon mal auch deutlich höher, und es gibt auch eine ordentliche Dividende, die auch aus UK Quellensteuer befreit ist. Und ihr seht, zuletzt ging es ein bisschen seitwärts, aber davor, als diese Umstellung war, hat die Aktie sich verzwanzigfacht, was aber auch von finanziellen Erfolgen untermalt ist, denn die Nettmarge ist extrem hoch, ja, 30%, und man hat Umsatzwachstum, Dividende. Deswegen würde ich sagen, die Aktie ist jetzt durchaus fair bewertet. Wer an sowas Spaß hat, für den ist die sicherlich auch attraktiv, die Aktie, und wer das näher kennt. Und es ist halt auch so eine Qualitätsaktie im europäischen Nebenwertesegment mit einer Dividende, was man mal machen kann. Hängt natürlich, ich glaube, die Bäume werden nicht so ganz in den Himmel wachsen, weil das natürlich schon eine gewisse Nische ist und man beim Pricing auch viel gemacht hat. Aber wenn dieser Amazon-Deal kommt, dann denke ich, wird die Aktie nochmal 10-20% steigen und hat danach natürlich auch für einige Monate Rückenwind. Deswegen würde ich sowas halt auch über eine Positionsgröße steuern. Keiner weiß, ob dieser Deal jetzt kommt. Man hat ein Limit bis Jahresende 2024. Das heißt, da sollte in den nächsten Monaten irgend so eine Nachricht kommen. Ich würde es jetzt mal 70-30 einschätzen, dass es kommt. Und wenn es kommt, steigt die Aktie 20% vielleicht. Und wenn es fällt, fällt sie 15%.
Weil auch basierend ohne diesen Amazon-Deal sind die Schätzungen, die aktuelle Bewertung sicherlich jetzt nicht super aggressiv, aber es ist jetzt auch kein absolutes Schnäppchen mehr. Ja? Und die Verzwanzigfachung sollte man nicht nochmal erwarten. Trotzdem, wer ein bisschen Bezug dazu hat oder vielleicht noch einen UK-Dividendentitel sucht, sollte sich das mal näher anschauen. Die Firma ist auch von der Kultur her sehr, sehr stark. Also wirklich auch, wenn man sich die Jahresberichte durchliest, sehr, sehr offen und transparent geschrieben, dass man langfristig plant. Und der neue CEO, oder so neu ist er nicht mehr, hat da wirklich die richtigen Dinge gemacht. Was teilweise sogar ein bisschen an Berkshire Hathaway so von der Kultur da erinnert. Und auch die vertikale Integration bietet einem natürlich sehr viele Möglichkeiten. Auch in der Zukunft kann man da noch viel draus machen. Da dieses Universum doch sehr bekannt ist und dann ähnlich wie Star Wars etc. man halt da viele Produkte da irgendwie starten kann. Wer kennt es, wer nutzt es als Produkt? Wer kennt schon die Aktie? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, sowas kann man auch indirekt dann über meine Investmentprodukte abdecken, die unten verlinkt sind.